Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Episode von LCPD. Wir spielen wieder im deutschen Setting mit dem VW Passat B7 von 2015. Mit Facelift, das ist der neue Passat quasi. Bisher, da hinten steht noch ein alter Passat quasi. Habe ich drin gelassen, weil die mir eigentlich auch gefallen und relativ ein bisschen Abwechslung sein soll im Gameplay, was die Fahrzeuge anbelangt, die Polizeifahrzeuge. Das ist ein persönlicher Wunsch übrigens, dieses Fahrzeug. Also German Mods hat mir dieses Fahrzeug erstellt, weil ich ja vor ein paar Episoden mal gesagt habe, dass die ein neues Fahrzeug geliefert bekommen haben. Jetzt ein paar Polizeistationen in Deutschland haben diese Fahrbahnbüros da quasi, diese interaktiven Funkstreifenwagen nennen die sich. Kostet 70.000 oder sowas, ich glaube, ein so ein Ding. Und ja, die gelben Markierungen und so weiter im Fahrzeug sind nicht nur bei Autobahnpolizeifahrzeugen, sondern halt auch bei diesen interaktiven Funkstreifenwagen jetzt neu, die wahrscheinlich auch logischerweise dann auf der Autobahn eingesetzt werden. Auf jeden Fall bin ich einer der Ersten, der das spielt, das Fahrzeug, und der das hat, und das ist für mich Dresdner Kennzeichen, weil ich näher Dresden herkomme und so weiter. Also es ist wunderschön, wunderschön. Ich bin sehr begeistert von dem Ding. Es sieht sehr schick aus, muss ich sagen. Und ja, bevor wir noch weiter sülzen, würde ich sagen, wir starten unsere Streife. Außerdem habe ich ein neues Einsatzscript installiert. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Noch keine Ahnung, inwiefern das funktioniert oder ob es überhaupt funktioniert, ob es crasht oder keine Ahnung. Das habe ich gerade erst vor 5 Minuten vielleicht installiert und runtergeladen. Hopp, hopp. Backpflaumen. So, fahre ich wieder in die falsche Seite natürlich. Bei dieser Station fahre ich immer typischerweise heimblöd. Ist der über Rot gefahren? Der ist tatsächlich über Rot gefahren, der Idiot. Und nochmal? So, haben wir auch gleich unsere erste... Wir können auch bitte Folgen machen. Bitte Folgen ist sinnlos, weil eigentlich müsste stehen, bitte rechts ranfahren oder sowas, was es natürlich nicht gibt bei uns, ich glaube. Weil man theoretisch in Deutschland fährt man ja... Was ist denn das? Fährt man ja schließlich vor ein Auto, wenn man das kontrollieren will. Aber hier spielen wir halt einen amerikanischen Mod, glaube ich, und da fährt man nicht hinten ran und sagt ihnen, dass die irgendwie rechts ranfahren sollen. Einen Partner brauchen wir noch, stimmt. Jesus Christ. Schönen guten Tag, Sir. Sie wissen, dass Sie da gerade in rote Ampel überfahren haben. Ich habe ja kein Ausweisfahrzeug, habe Ihren Führerschein gesehen. Careless Driving mache ich mal. Na, ja, wie gesagt, Ausweisfahrzeugpapiere, Führerschein bitte. Mhm. What is this? Wait for further informations. Wir checken das ab ganz kurz. Wie gesagt, ich habe jetzt keine Ahnung, inwiefern jetzt die Tastenkombinationen funktionieren und so weiter. Wait for further information. Was will der von mir? Ich habe keine Ahnung, was das für ein komischer Strip ist, aber mal gucken. Keine Nachbefehle, gültige Fahrlizenz, gut. Da gebe ich Ihnen hiermit mal ein Bußgeld in Höhe von mal 40. Würde ich sagen, Citation. Machen wir 40, klar. Gut. Code 4. It's a fake alert. Ich habe keine Ahnung, was das will, aber ist okay. So, natürlich auch die Schulterabzeichen. Insured Civilian. Wir können das, wie gesagt, mal ausprobieren. Alt und Numpad, what? Ich habe keine Ahnung. Aber wir fahren da mal hin, würde ich sagen. Ich hoffe, das funktioniert. Toll. Super, jetzt tut mich das drumherum lenken, das Ding. Das schaffe ich doch niemals. Anstatt gleich links reingebogen zu sein. Upp, 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 upp. Wir machen eine Abkürzung. Halbe Minute schaffen wir, oder? Hier steht ein Rettungswagen, warum kümmert der sich nicht drumherum? Drum meine ich. Wo ist er denn? Okay, Alt und Numpad 0, oder wie war das? Ich habe keine Ahnung. Oh, er macht was. Du hast ja keine Ahnung, warum sich die Polizei drumherum kümmert. Was habe ich mit meinem Drumherum heute? Civilian Rescued. Bin ich Rettungsdienst? Ich habe keine Ahnung, aber ist okay. Warum nicht? Und was rennt da hinten dort? Auch keine Ahnung. Klaut er jetzt ein Fahrzeug? Natürlich klaut er ein Fahrzeug. Polizei aus dem Fahrzeug. Polizei stehen bleiben. Ich hätte mir gern erstmal, dass sie sich umdrehen. Dass ich sie durchsuchen kann. Sie sind nicht mit festgenommen vorläufig wegen Verdacht auf
Versuch eines Autodiebstahls. Ach, da hinten. Schon gedacht, wo angeflogen kommt. Okay, dann hätte ich mal gern Ihre Personalien festgestellt. Ausweis bitte erstmal. Sie müssen nicht sagen, was Sie belastet, natürlich, wie immer. Da muss ich Sie erstmal belehren. Kief Nien. Oh, oh. Oh, oh. Das war knapp. Ist das dein Zwillingsbruder? Okay, dann checken wir ganz kurz mal die ID ab. In der Zwischenzeit nehme ich Sie hiermit erstmal fest. Wie gesagt, Sie haben das Recht zu schweigen, darauf hingehend, was Sie belasten muss. Was Sie aussagen, muss natürlich der Wahl entsprechen. Nope. So. Gut, das Fahrzeug lassen wir derweil abschleppen. Ich pflanze den Kollegen immer ganz kurz derweil in Streifenwagen ein. So, und das lassen wir abschleppen. Das ist erstmal zumindest Beweismittel. Gut. Ich würde sagen, wir gucken mal, wo die Kollegen bleiben mit dem Abholen des Verdächtigen und dann sehen wir uns wieder. Okay, wir haben Einsatz. Terroristische Aktivitäten sind irgendwo gemeldet. Direkt am Polizeidings. Was zur Hölle? Wir sollen auf jeden Fall vorsichtig vorgehen. Deswegen würde ich sagen, wir machen erstmal ohne Sirene, wobei der sich ganz schön schnell fortbewegt. Deswegen schauen wir uns das mal ganz kurz an. Mit Sirene, weil ich habe keine Ahnung, was der macht oder... Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich dieses Script spiele. Davon ist er wahrscheinlich. Vorsicht. Polizei! Okay, Police with, proceed with caution ist das nun wirklich nicht. Aber warte mal, wir versuchen ihn irgendwie aus dem Auto zu bekommen. Polizei aussteigen! Oh. Polizei sind festgenommen, Waffe fallen lassen. Hallo. Okay, sie ist, ja gut. Ja gut, Mai. Bitte umdrehen. Dankeschön. Jetzt habe ich eine schöne AK, super. Sind festgenommen. So, du wirst erstmal an die Seite befördert. So, dabei checken wir mal ganz kurz das Fahrzeug aus, was das mit sich hat, ob das irgendwie Sprengstoff oder sowas an sich hat, das terroristische Aktivitäten, das denkt man da, ich glaube, als erstes sind irgendwelche Bomben und so weiter. Während mein Streifenwagen da mitten auf der Kreuzung steht, supi. Okay, ist aber leer. Gut, dann. Ups. So. Würde ich sagen, Einsatz geklärt. Soweit, so gut. Das Fahrzeug wird abgeschleppt und wir gehen weiter auf Streife. Oh, wir haben einen Kollegen. Wir haben den Kollegen. Du gehörst mir und kommst mit. Sklave. Nope. Nope, nope, nope. Ich hasse diese Einsätze. Genauso werde ich auch keinen Dings-Einsatz mehr annehmen, jetzt hier irgendwelche Personen da wiederbeleben, weil das, dafür ist echt der Rettungsdienst da und nicht die Polizei, wie ich finde. Natürlich, wenn man in der Nähe ist, kann man das natürlich machen. Aber nicht extra hinfahren. Was ist das für einer? Hm. Definitiv besoffen, würde ich sagen. Wie gesagt, das Fahrzeug liebe. Ich habe mich echt in das Fahrzeug verliebt. Nope. Wie gesagt. Nicht nochmal. Gibt es denn nur Terroraktivitäten und verletzte Personen? Das wäre echt traurig.
So. Das ist schlecht, weil das Ding da mitten auf der Kreuzung steht. Ja, fahr halt weg das Ding. Wir machen erstmal die Straße hier frei, ganz kurz nochmal. So, und das andere auch noch schnell. Und dann beeilen wir uns, dass es hier nicht, dass uns der Bus nicht abhaut. Vorsicht, aus dem Weg, Polizei. Steig ein, Kollege, komm. Na, immerhin ist es ja schon mal in anständig rechts rangefahren, wie ich finde. So. Na, dann gucken wir mal. Schönen guten Abend, die Polizei. Ich habe mir gerne Ausweisfahrzeuge Führerschein gesehen. Wir haben sie angehalten, weil sie ein bisschen auffällig da hinten gefahren sind. So, dementsprechend kontrollieren wir sie ganz kurz. Dankeschön, Mr. Ballard. So, wir gucken uns das mal ganz kurz im Polizeicomputer an. Ob da irgendwas gegen ihn vorliegt. Nicholas Ballard. Keine Haftbefehle, eine gültige Fahrlizenz. Das ist alles supi. Da zumindest schon mal nichts gegen ihn, was irgendwie gegen ihn sprechen sollte. Sieht aus wie ein Handwerker oder sowas, wie es scheint. Nachtschlosser wahrscheinlich und geht in irgendwelche Gebäude. Ich bitte Sie mal auszusteigen, ganz kurz. Um Ihre Fahrtüchtigkeit zu prüfen. Da lief aber ziemlich. Okay. Laufen geht, stehen eher nicht so. Den habe ich hier schon, danke. Nope, Sie werden jetzt erstmal nicht ans Telefon gehen. So, ich bitte Sie mal, sich umzudrehen, damit ich Sie durchsuchen kann. Für Sie ist erstmal Schluss mit der kleinen Spritztour. Wupp, 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 Vorsicht. Du stehst mitten in unserem Streifenwagen. So, nochmal gucken, ob er irgendwas bei sich hat, was uns gefährlich wird vielleicht. Oder was ihm... Okay, ja, wie gesagt, Sie sind... Ich habe mir das mal festgenommen. Wir verbringen Sie auf die Dienststelle, wo Ihnen Blut entnommen wird, um Ihren Alkohol... Wert im Blut festzustellen. Und dann gucken wir weiter. Was? Eine Bombe? Spinnt ihr? Das schaffe ich doch niemals. Uno momento. Wir brauchen für den erstmal ein Fahrzeug. Nope. Wie bekomme ich jetzt für den einen Streifenwagen? I have no idea. Okay, da kommst du mit zur Bombe. Das Fahrzeug lassen wir abschleppen. Wir haben sowieso keine Chance mehr. Ich habe keine Ahnung, inwiefern wir uns beeilen müssen. Würdest du einsteigen? So, wo ist jetzt unser Einsatzort fürs Bömmchen? Okay, ich bin gespannt, wie wir dorthin kommen. Ich habe keine Ahnung. Ich fahre gerade eine Einbahnstraße, wie es scheint. Auf jeden Fall setzt der Skript einen ganz schön unter Druck. Ich werde es in der Videobeschreibung verlinken, schätze ich mal. Okay. Wenden. Weil es halt diese Zeitangaben hat, aber natürlich haben Bomben meistens oder oftmals Timer. So, wir gucken mal, wo das hier ist. Ah, da ist er. Kann man hier irgendwie... Naja, kann man nur... Okay, ich wollte evakuieren, aber geht nicht. Wie geht das? Wie geht das? Was mache ich jetzt damit? Alt 0 vielleicht? Nope. Was mache ich jetzt damit? Drauf schießen, vielleicht? Oder so? Was macht er da hinten? Kotzen? Nee, Kern, okay. Ja, was zur Hölle soll ich jetzt damit machen, um ehrlich zu sein? Ich habe keine Ahnung.
Remaining, wie wär's mit... Das können wir hier rufen, vielleicht eine Feuerwehr schon mal vorsichtshalber. News Team, ich habe keine Ahnung, wie gesagt. Ich hätte mir vielleicht erstmal die Readme angucken sollen. Drauf schießen. Okay, immerhin rennen die schon mal. Ja, rennen und dann leben. Na, immerhin ist das da, was da zu scheinen hat. Wir rufen noch einen Krankenwagen dazu. So, super. 7. Fahren sich meinen Kollegen um und mich vor allen Dingen. Jesus Christ. 3, 2, 1. Jesus Christ. Super. Super duper. Wieder sinnlos hergeeilt. Okay, gut. Einsatz abgeschlossen. Können wir uns appeasen und vor allem den Kollegen ja endlich zur Zentrale schaffen, würde ich sagen. Okay, wir haben ein Fahrzeug, was für einen Haftbefehl oder sowas ausgeschrieben ist wahrscheinlich. State Warrant, auf jeden Fall ist ein Warrant sowas wie ein Haftbefehl, würde ich sagen. Wo ist mein Licht? Aha, da ist mein Licht. Super, der fährt eine ganze Ampel um. Das freut uns. So. Alright. Gucken wir uns den Typen mal an, würde ich sagen. Ein paar Fahrgäste sind auch dabei. Schönen guten Abend. Ausweisfahrzeugführerschein, bitte die Polizei, allgemeine Verkehrskontrolle. So. Wie gesagt, das Fahrzeug gefällt mir super. Ist zum Download natürlich auf www.german-mods.de.com. Nett. Schaut in die Videobeschreibung, dort steht es auf jeden Fall drin. So, wir geben ganz kurz die Personalien durch. Ist auf jeden Fall ein neuer VW. Mit Facelift und so weiter und so fort. Gefällt mir super. So, keine Haftbefehle, gültige Fahrlizenzen ebenfalls. Dennoch bitte ich dir mal jetzt auszusteigen. Können wir das von der Seite auch tun? Bitte mal aussteigen. So, ja, wie gesagt, gegen das Fahrzeug und den Halter sind, wie gesagt, verschiedene Delikte. Und deswegen bitte ich sie mal ganz kurz die Hände in den Kopf zu nehmen und bitte sie mal ganz kurz... Sie müssen nicht abhauen. So. Bitte sie mal ganz kurz die Hände in den Kopf zu nehmen, damit sie durchsuchen kann. Wie gesagt, um die Sachen und Haftbefehle und was denn alles vorliegt zu klären, müssen sie, wie gesagt, mit zur Wache gebracht werden. Okay, gut. Bitte mal umdrehen, legen wir ihnen Handfesseln an, das ist leider Vorschrift. Und da würde ich sagen, rufen wir die Kollegen, die den Herrn abholen. Dabei positionieren wir ihn natürlich im Fahrzeug. Ist auch peinlich, hier auf der Straße zu stehen, mit Handfesseln vielleicht. So, ja, wie gesagt, so fahren die heutzutage in Sachsen zumindest rum. Was soll ich mit dem Bus machen, habe ich auch keine Ahnung. Wir lassen den anderen Typen vielleicht auch noch aussteigen. So, vielleicht schaut er sowieso gleich ab. Personal haben wir schon durchgegeben, ist ja nichts gegen ihn, von daher... Brauche nicht gucken, wie ein Pferd, wenn es blitzt. Du kannst weitergehen und der Bus ist ja Endstation, würde ich sagen. No. Fährt er jetzt mit dem Bus? Niemals. Hallo. Aussteigen. So, dankeschön. Und Sie gehen bitte... ihren Weges und nicht in den Bus.
Brav. So, ich denke, nope. Ich glaube nicht. Will der mich jetzt aus dem Auto ziehen, oder was? Hallo? Okay, dann nehmen wir fest, wenn er sich so widersetzt. So, wir haben es eigentlich versucht, gut zu klären, aber wenn sie so wären, dann nehme ich sie hiermit fest. Ich habe jetzt natürlich vergessen zu durchsuchen. Da hinten klopfen sich welche. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. So, nehmen wir den fest, schaffen den zum Polizeirevier. Lassen wir abschleppen. So, sieht bei diesem mitzukommen in meinen Streifenwagen. Was denn das schon wieder jetzt, was ich angenommen habe? Ich habe keine Ahnung, ich will jetzt nicht. Nope. So. Available to respond, ich will eigentlich... Danke. Perfekt. So. Und mit dem Einsteigen, passen Sie auf den Kopf auf. Hallo? Willst du denn einsteigen jetzt, oder was soll das? Ach, Gottes Willen. Und nochmal. So, Tür ist zu. Darf ich jetzt bitte, andere Seite vielleicht? Ist dir die lieber? Naja, wir können ja immerhin halt nochmal ganz schnell durchsuchen. Dann nehmen wir nochmal fest und versuchen ihn nochmal ins Fahrzeug zu stellen. Zu setzen vor allen Dingen. So, nochmal gucken. Und ein Absturz. Leco mio. Und mit diesem Absturz bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir immer einen Daumen nach oben da und abonniert, damit ihr keine Episode von LCPD auch mehr verpasst. Und ja, wie gesagt, dieses Fahrzeug nutzen wir in nächster Zeit ein bisschen öfter, weil ich das ganz einfach mag und weil ich es cool finde. Ist was Neues, wie ich finde, und besser als die anderen. Also besser als was Neues. Ne? Ist cool auf jeden Fall. Gefällt das Fahrzeug bisher. Und ja, wie gesagt, alles zum Download wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann sieht man sich in der nächsten Episode, wenn es wieder heißt LCPD war. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Mit Sirene, weil ich habe keine Ahnung, was der macht, oder... Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich dieses Skript spiele. Davon ist er wahrscheinlich. Vorsicht. Polizei! Okay, Police with, proceed with caution ist das nun wirklich nicht. Aber warte mal, wir versuchen ihn irgendwie aus dem Auto zu bekommen. Polizei, aussteigen! Oh. Polizei sind festgenommen. Waffe fallen lassen. Hallo. Okay, sie ist, ja gut. Ja gut, Mai. Bitte umdrehen. Dankeschön. Jetzt habe ich eine schöne AK, super. Sind festgenommen. So, du wirst erstmal an die Seite befördert. So, dabei checken wir mal ganz kurz das Fahrzeug aus, was das mit sich hat, ob das irgendwie Sprengstoff oder sowas an sich hat, das, terroristische Aktivitäten, das denkt man da, ich glaube, als erstes sind irgendwelche Bomben und so weiter. Während mein Streifenwagen da mitten auf der Kreuzung steht, supi. Okay, ist aber leer. Gut, dann. Ups. So. Würde ich sagen, Einsatz geklärt. Soweit, so gut. Das Fahrzeug wird abgeschleppt und wir gehen weiter auf Streife. Oh, wir haben einen Kollegen. Wir haben den Kollegen. Du gehörst mir und kommst mit. Sklave. Nope. Nope, nope, nope. Ich hasse diese Einsätze. Genauso werde ich auch keinen Dings-Einsatz mehr annehmen, jetzt hier irgendwelche Personen da wiederbeleben, weil das ist, dafür ist echt der Rettungsdienst da und nicht die Polizei, wie ich finde. Natürlich, wenn man in der Nähe ist, kann man das natürlich machen. Aber nicht extra hinfahren. Was ist das für einer? Definitiv besoffen, würde ich sagen.
Wie gesagt, das Fahrzeug liebe ich. Ich habe mich echt in das Fahrzeug verliebt. Nope, wie gesagt. Nicht nochmal. Gibt es denn nur Terroraktivitäten und verletzte Personen? Das wäre echt traurig. So. Das ist schlecht, weil das Ding da mitten auf der Kreuzung steht. Ja, fahr halt weg das Ding. Wir machen erstmal die Straße hier frei, ganz kurz nochmal. So, und das andere auch noch schnell. Und dann beeilen wir uns, dass es hier nicht, dass uns der Bus nicht abhaut. Vorsicht, aus dem Weg, Polizei. Steig ein, Kollege, komm. Na, immerhin ist es ja schon mal anständig rechts rangefahren, wie ich finde. So. Na, dann gucken. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Episode von LCP, die war. Wir spielen wieder im deutschen Setting mit dem VW Passat B7 von 2015 mit Facelift. Das ist der neue Passat quasi. Bisher da hinten steht noch ein alter Passat quasi. Habe ich drin gelassen, weil die mir eigentlich auch gefallen und relativ ein bisschen Abwechslung sein soll im Gameplay, was die Fahrzeuge anbelangt, die Polizeifahrzeuge. Das ist ein persönlicher Wunsch übrigens, dieses Fahrzeug. Also German Mods hat mir dieses Fahrzeug erstellt, weil ich ja vor ein paar Episoden mal gesagt habe, dass die ein neues Fahrzeug geliefert bekommen haben. Jetzt ein paar Polizeistationen in Deutschland haben diese Fahrbahnbüros da quasi, diese interaktiven Funkstreifenwagen nennen die sich. Kostet 70.000 oder sowas, ich glaube, ein so ein Ding. Und ja, die gelben Markierungen und so weiter im Fahrzeug sind nicht nur bei Autobahnpolizeifahrzeugen, sondern halt auch bei diesen interaktiven Funkstreifenwagen jetzt neu, die wahrscheinlich auch logischerweise dann auf der Autobahn eingesetzt werden. Auf jeden Fall bin ich einer der Ersten, der das spielt, das Fahrzeug, und der das hat. Und das ist für mich Dresdner Kennzeichen, weil ich näher Dresden herkomme und so weiter. Also es ist wunderschön. Wunderschön, ich bin sehr begeistert von dem Ding. Es sieht sehr schick aus, muss ich sagen. Und ja, bevor wir noch weiter sülzen, würde ich sagen, wir starten unsere Streife. Außerdem habe ich ein neues Einsatzscript installiert. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Noch keine Ahnung, inwiefern das funktioniert oder ob es überhaupt funktioniert, ob es crasht oder keine Ahnung. Das habe ich gerade erst vor 5 Minuten vielleicht installiert und runtergeladen. Hopp, hopp, Backpflaumen. So, fahre ich wieder in die falsche Seite? Natürlich. Bei dieser Station fahre ich immer typischerweise heimblöd. Ist der über Rot gefahren? Der ist tatsächlich über Rot gefahren, der Idiot. Und nochmal? So, haben wir gleich unsere erste... Wir können auch bitte Folgen machen, bitte Folgen. Ist sinnlos, weil eigentlich müsste stehen, bitte rechts ranfahren oder sowas, was es natürlich nicht gibt bei uns, ich glaube. Weil man theoretisch in Deutschland fährt man ja... Was ist denn das? Fährt man ja schließlich vor ein Auto, wenn man es kontrollieren will. Aber hier spielen wir halt einen amerikanischen Mod, glaube ich, und da fährt man nicht hinten ran und sagt ihnen, dass die irgendwie rechts ranfahren sollen. Einen Partner brauchen wir noch, stimmt. Jesus Christ. Schönen guten Tag, Sir. Sie wissen, dass Sie da gerade in rote Ampel überfahren haben. Ich habe mir kein Ausweisfahrzeug, Ihre Führerschein gesehen. Careless Driving mache ich mal. Na, wie gesagt, Ausweisfahrzeug, Ihre Führerschein bitte. Mhm. What is this? Wait for further information. Wir checken das ab ganz kurz. Wie gesagt, ich habe jetzt keine Ahnung, inwiefern jetzt die Tastenkombinationen funktionieren und so weiter. Wait for further information. Was will der von mir? Ich habe keine Ahnung, was das für ein komischer Script ist, aber mal gucken. Keine Nachbefehle, gültige Fahrlizenz. Gut, da gebe ich Ihnen hiermit mal ein Bußgeld in Höhe von mal 40. Würde ich sagen, Citation. Mal 40, klar. Gut. Code 4. The Fake Alert. Ich habe keine Ahnung, was das will, aber ist okay. So, natürlich auch die Schulterabzeichen. Insured Civilian. Wir können das, wie gesagt, mal ausprobieren. Wie geht das? Wie geht das? Was mache ich jetzt damit? Alt 0 vielleicht?
Nope. Was mache ich jetzt damit? Drauf schießen, vielleicht? Oder so? Was macht er hinten? Kotzen? Nee, Kern, okay. Ja, was zur Hölle soll ich jetzt damit machen, um ehrlich zu sein? Ich habe keine Ahnung. Remaining, wie wär's mit... Das können wir hier rufen, vielleicht eine Feuerwehr schon mal vorsichtshalber. News Team, ich habe keine Ahnung, wie gesagt. Ich hätte mir vielleicht erstmal die Readme angucken sollen. Draufschießen. Okay, immerhin rennen die schon mal. Ja, rennen und dann leben. Na, immerhin ist das da, was da zu scheinen hat. Wir rufen noch einen Krankenwagen dazu. So, super. 7. Fahren nicht meinen Kollegen um und mich vor allen Dingen. Jesus Christ. 3. 2. 1. Jesus Christ. Super. Super duper. Wieder sinnlos hergeeilt. Okay, gut. Einsatz abgeschlossen. Können wir uns appeasen und vor allen den Kollegen ja endlich zur Zentrale schaffen, würde ich sagen. Okay, wir haben ein Fahrzeug, was für einen Haftbefehl oder sowas ausgeschrieben ist wahrscheinlich. State Warrant, auf jeden Fall ist ein Warrant sowas wie ein Haftbefehl, würde ich sagen. Wo ist mein Licht? Aha, da ist mein Licht. Super, der fährt eine ganze Ampel um. Das freut uns. So. Alright. Gucken wir uns den Typen mal an, würde ich sagen. Ein paar Fahrgäste sind auch dabei. Schönen guten Abend, Ausweis, Fahrzeugpapiere, Führerschein, bitte die Polizei, allgemeine Verkehrskontrolle. So. Wie gesagt, das Fahrzeug gefällt mir super, ist zum Download natürlich auf www.german-mods.de. Komm, nett. Schaut in die Videobeschreibung, dort steht es auf jeden Fall drin. So, wir gehen ganz kurz die Personalien durch. Ist auf jeden Fall ein neuer VW. Mit Facelift und so weiter und so fort. Gefällt mir super. So, keine Haftbefehle, gültige Fahrlizenzen ebenfalls. Schönen guten Abend, die Polizei. Ich habe mir gerne Ausweisfahrzeuge Führerschein gesehen. Wir haben sie angehalten, weil sie ein bisschen auffällig da hinten gefahren sind. So, dementsprechend kontrollieren wir sie ganz kurz. Dankeschön, Mr. Ballard. So, wir gucken uns das mal ganz kurz im Polizeicomputer an, ob da irgendwas gegen ihn vorliegt. Nicholas Ballard. Keine Haftbefehle, eine gültige Fahrlizenz, das ist alles supi. Da zumindest schon mal nichts gegen ihn, was irgendwie gegen ihn sprechen sollte. Sieht aus wie ein Handwerker oder sowas, wie es scheint. Nachtschlosser wahrscheinlich und geht in irgendwelche Gebäude. Ich bitte sie mal auszusteigen, ganz kurz. Um ihre Fahrtüchtigkeit zu prüfen. Da lief aber ziemlich. Okay. Laufen geht, stehen eher nicht so. Den habe ich hier schon, danke. Nope, sie werden jetzt erstmal nicht ans Telefon gehen.
So, ich bitte sie mal, sich umzudrehen, damit ich sie durchsuchen kann. Für sie ist erstmal Schluss mit der kleinen Spritztour. Vorsicht. Du stehst mitten in unserem Streifenwagen. So, nochmal gucken, ob er irgendwas bei sich hat, was uns gefährlich wird vielleicht. Oder was ihm. Okay, ja, wie gesagt, sie sind... Ich habe mir das mal festgenommen. Wir verbringen sie auf die Dienststelle, wo ihnen Blut entnommen wird, um ihren Alkohol... Wert im Blut festzustellen. Und dann gucken wir weiter. Was? Eine Bombe? Spinnt ihr? Das schaffe ich doch niemals. Uno momento. Wir brauchen für den erstmal ein Fahrzeug. Nope. Wie bekomme ich jetzt für den einen Streifenwagen? I have no idea. Okay, da kommst du mit zur Bombe. Das Fahrzeug lassen wir abschleppen. Wir haben sowieso keine Chance mehr. Ich habe keine Ahnung, inwiefern wir uns beeilen müssen. Würdest du einsteigen? So, wo ist jetzt unser Einsatzort fürs Bömmchen? Okay, ich bin gespannt, wie wir dorthin kommen. Ich habe keine Ahnung. Ich fahre gerade eine Einbahnstraße, wie es scheint. Auf jeden Fall setzt der Skript einen ganz schön unter Druck. Ich werde es in der Videobeschreibung verlinken, schätze ich mal. Okay. Wenden. Weil es halt diese Zeitangaben hat, aber natürlich haben Bomben meistens oder oftmals Timer. So, wir gucken mal, wo das hier ist. Ah, da ist er. Kann man hier irgendwie... Naja, kann man nur... Okay, ich wollte evakuieren, aber geht nicht. Alt und Numpad, what? Ich habe keine Ahnung. Aber wir fahren da mal hin, würde ich sagen. Ich hoffe, das funktioniert. Toll. Super, jetzt tut mich das drumherum lenken, das Ding. Das schaffe ich doch niemals. Anstatt gleich links reingebogen zu sein. Upp, 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 upp. Wir machen eine Abkürzung. Halbe Minute schaffen wir, oder? Hier steht ein Rettungswagen. Warum kümmert der sich nicht drumherum? Drumherum. Drum meine ich. Wo ist er denn? Okay, Alt und Numpad 0, oder wie war das? Ich habe keine Ahnung. Oh, er macht was. Du hast ja keine Ahnung, warum sich die Polizei drumherum drum kümmert. Was habe ich mit meinem Drumherum heute? Civilian rescued. Bin ich Rettungsdienst? Ich habe keine Ahnung, aber ist okay. Warum nicht? Und was rennt da hinten dort? Auch keine Ahnung. Klaut er jetzt ein Fahrzeug? Natürlich klaut er ein Fahrzeug. Polizei aus dem Fahrzeug. Polizei stehen bleiben. Ich hätte mir gern erstmal, dass sie sich umdrehen. Dass ich sie durchsuchen kann. Sie sind nicht mit festgenommen vorläufig wegen Verdacht auf Versuch eines Autodiebstahls. Ach, da hinten. Schon gedacht, wo angeflogen kommt. Okay, dann ich mal gern ihre Personalien festgestellt. Ausweis bitte erstmal. Sie müssen nicht sagen, was sie belastet natürlich, wie immer. Da muss ich sie erstmal belehren. Kief Nien. Oh oh. Oh oh. Das war knapp. Ist das dein Zwillingsbruder? Okay, dann checken wir ganz kurz mal die ID ab. In der Zwischenzeit nehme ich sie hiermit erstmal fest. Wie gesagt, sie haben das Recht zu schweigen, darauf hingehend, was sie belasten muss. Was sie aussagen muss, natürlich der Wahl entsprechen. Nope. So. Gut, das Fahrzeug lassen wir derweil abschleppen. Ich pflanze den Kollegen immer ganz kurz derweil in den Streifenwagen ein. So, und das lassen wir abschleppen. Das ist erstmal zumindest Beweismittel.
Gut. Würde ich sagen, wir gucken mal, wo die Kollegen bleiben mit dem Abholen des Verdächtigen und dann sehen wir uns wieder. Okay, wir haben Einsatz. Terroristische Aktivitäten sind irgendwo gemeldet. Direkt am Polizeidings. Was zur Hölle? Wir sollen auf jeden Fall vorsichtig vorgehen. Deswegen würde ich sagen, wir machen erstmal ohne Sirene, wobei der sich ganz schön schnell fortbewegt. Deswegen schauen wir uns das mal ganz kurz an.